Wer kennt es auch hier bei so einem Mercedes O530? Das kann aber auch beim MAN passieren, die so einen Schlitz, so ein Fach haben. Führt Geld wechseln, dass die Geldstücke einfach mal so, schaut mal, habt ihr gesehen? Der bleibt da einfach liegen, der geht nicht weiter. Wenn man noch eins hinterher, dann zwei. Wenn man den dritten auch noch, der andere hat den schon überholt. Der Kunde bekommt natürlich Falschgeld, weil der eine Euro da noch hängt. Was kann man jetzt dagegen tun? Ich zeig euch's. Versucht das mal mit einer Hand hier den Wechsler raustun. Wie ihr sehen könnt, da ist eigentlich ein bisschen auch Dreck und so drin. Bleibt ja nicht aus. Dann nehmt ihr wieder unseren Spezial oder mein Silikonspray, habe ich immer mit dabei. Einfach mal hier reinsprühen. Ja, ihr seht schon, was da rauskommt. Und dann, wenn ihr kein Taschentuch habt, so eine alte Maske, tut's auch. Einfach mal hier so richtig hier sauber machen. Und ihr könnt jetzt mit den Handschuhen fühlen, wie das hier flutscht. Ja, so, grobe Dreck raus. Vielleicht nochmal einsprühen. Diesmal nicht so kräftig, weil wir schon einfach nur mal trocken wischen. Wechsler rein. Mal gucken, Vorführeffekt, ob es was gebracht hat. Alles zu und schaut mal jetzt. Jawohl. Flutscht. Alles flutscht. Ist das nicht toll? Und der Kunde hat wieder richtiges Geld und muss nicht noch sagen, hier fehlt Geld. Ja, alles wieder sauber. Toll, oder?